Ich hoffe, der Sound geht. Ich hoffe, das halt. Oh Gott, ist hier Hall. Hallo. Vielleicht geht es trotzdem einigermaßen. Hey Leute, ich habe Urlaub und wir probieren heute ein paar Liquids. Und zwar Tabaksachen, nämlich Speakeasy von Wablo. Ich bin aktuell in Bergedorf und dort im Wasserturm. Das ist ziemlich abgefahren, denn das ist eine Airbnb-Location. Die kann man sich einfach mieten. Ihr hört es vielleicht am Sound, es ist riesengroß. Das ist ein Wasserturm, der wurde, wann wurde nämlich erbaut? 1903 wurde das Ding erbaut und war bis in die 70er aktiv. Dann wurde das stillgelegt und was jetzt jemand getan hat, und ich weiß gar nicht, wer es getan hat, ist hier draus halt eine Wohnung zu machen. Und das ist sehr, sehr abgefahren, denn das sind vom Keller bis ins oberste Stockwerk insgesamt 7 Etagen. Auf jeder Etage ist was anderes. Es gibt eine super geile Küche. Es gibt hier dieses Wohnzimmer. Es gibt 2 Bäder. Es gibt vor allem oben die Kuppel. Das ist sehr abgefahren. Das ist die alte Kuppel, wo früher halt das Wasser drin war. Dort kann man einfach sitzen und chillen. Da ist Teppich ausgelegt. Das ist total krass. Und ich bin hier, weil wir ein paar Tage Urlaub in Hamburg gemacht haben. Ich finde Hamburg wunderschön. Hamburg ist für mich eine der allerschönsten Städte Deutschlands. Die Leute sind entspannt, es ist trotzdem sehr, sehr groß. Das Angebot ist sehr reichhaltig. Die Kontraste in Hamburg sind so stark. Es gibt so viele arme und reiche Menschen gleichzeitig auf einem Fleck. Hamburg ist geil. Ich war im Craft Beer Store von Ratsherrn und habe mir dort ein Innis & Gunn Bourbon Barrel Scotch Ale geholt, weil ich dachte, das passt wahrscheinlich irgendwie ganz gut zu Tabakliquids. Einen Nachteil hat die Wohnung übrigens. Es gibt keine anständigen Biergläser. Trink mal das im Whiskyglas. Ist ja Bourbon Scotch Ale. Und es ist mittags 14:45 und normalerweise würde ich mir jetzt niemals ein Bier aufmachen, aber ich habe Urlaub. Ich mach, was ich Bock habe. Die Liquids von Speakeasy von der Firma Wablo kommen in wunderschönen schwarzen, matten Glasflaschen. Das ist so richtig oldschool. Da drin sind 20 ml Liquid und ihr könnt mit 10 ml noch auffüllen, was ihr möchtet. Ich glaube, das ist relativ teuer. Ich glaube, so eine Flasche liegt irgendwie bei 12 bis 15 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ja ein völliger Fan von Tropferglasflaschen. Das ist so wahnsinnig stylisch. Ja, es ist unpraktisch. Es ist auch unpraktisch, diese Flaschen hier irgendwie mit Shots und Base und sowas zu befüllen. Denn man sieht nicht, was man tut. Sie sind komplett undurchsichtig. Das sieht fucking geil aus. Ich habe die jetzt ungefähr bei 6 Milligramm und dampf die auf einer Pico mit einem Tröpfler. Das sind die ich früher im Einsatz hatte. Irgendwelche China MTL-Tröpfler, die eigentlich ziemlich gut schmecken, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Und ich glaube, man kriegt es auch mittlerweile komplett nicht mehr zu kaufen. Ich zieh mal. Die Liquids von Speakeasy sind aus selbst extrahiertem, kalt extrahiertem Tabak. Und der Unterschied zu normalem China-Tabakaroma oder Standard-Tabakaroma, wie er in der Lebensmittelproduktion verwendet wird, ist sehr deutlich. Wow. Ich sag mal Prost. Ja, das ist so Bier, was irgendwie so im Fass gereift ist, Bourbon zusammen und Tabakkracher. Die Tabaknote an sich, die jetzt hier drin ist, ist sehr kräftig. Das kommt ein bisschen zigarrenmäßig. Man spürt tatsächlich auch so ein bisschen, also ich merke das an der Seite von der Zunge, so ein bisschen brennen, wie früher bei einer richtigen Zigarre. Und
Ich dampfe normalerweise 1,5 Milligramm Nikotin. Ich habe jetzt hier drin 6 Milligramm. Und auch bei MTL dampfe ich normalerweise 1,5 Milligramm Nikotin. Ein bisschen höherer Nikotingehalt macht sich da einfach gut, weil man das Nikotin dann auch nochmal rausschmeckt. Also es schmeckt dann nochmal zigarrenmäßiger. Zudem steckt hier eine Alkoholnote mit drin. Und das ist wohl ein Rum. Ich glaube, die sind alle mit Rum. Und das ist kein Backaroma-Rum, sondern das ist einfach ein bisschen schwerer Alkohol. Ich kann sowas nicht oft, aber ich muss sagen, so gefällt mir Tabak jetzt wieder richtig, richtig gut. Oh ja. Wow. Kracher, ohne Scheiß. Wie gesagt, diesen Wasserturm hier könnt ihr über Airbnb mieten und es ist grundsätzlich Platz für 8 Leute zum Schlafen. Also es gibt 2 Schlafzimmer mit je 2 großen Betten. Und auch in der oberen Kuppel, wo früher das Wasser war, stehen noch 2 Betten. Da kann man einfach rein und sich hinlegen. Ich glaube, das ist vor allem für Kinder ein Kracher, denn in so einer Kuppel zu übernachten, kann ich mir vorstellen. Auch sehr außergewöhnlich, außerdem in der Hausordnung steht, Rauchen ist verboten, Dampfen ist erlaubt. Steht explizit drin, E-Zigaretten darf man ruhig benutzen. Ich habe ein kleines bisschen Panik, was passieren würde, wenn wir hier den Feueralarm auslösen. Denn die Feueralarmanlagen hier sehen grob aus. Als gäbe es hier eigene Löschvorrichtungen und sowas. Und ob das Ding dann irgendwie komplett mit Wasser geflutet wird oder mit Stickstoff oder so, keine Ahnung. Davon stand nichts in der Hausordnung. Das nächste ist Venezuelano und man erfährt darüber jetzt eigentlich so auf den Flaschen nichts, außer den Namen und sonst eigentlich nichts. Ich würde auch wetten, diese Flaschen dürfen in Deutschland so eigentlich nicht verkauft werden, da sie nicht dieser Regelung entsprechen. Ich muss mich da mal drum kümmern, dass ich weiß, wie das alles funktioniert und so. Ich kann auch immer nur mutmaßen. Steht wenig drauf, also wird es nicht reichen. Venezuelano, ich probiere mal. Also dieser Tabak hier ist ein bisschen milder im Geschmack, erinnert ein bisschen mehr an Pfeife und ein bisschen mehr an Zigarette und er wirkt leicht parfümiert. Ist leicht süßlich. Hier schreiben sie, es ist ein Burley. Was mir noch auffällt, ist, es schmeckt so ein bisschen erdig. Und auch so ein bisschen, also das ist mit das Parfümierte, so ein bisschen Räucherstäbchenartig. So Sandelholz irgendwie. Ich muss sagen, das ist ein Tabak. Wenn ich den länger dampfen würde, es wird mir ein bisschen übel davon werden. Das ist nicht meins. Nee. Okay, hier habe ich ein bisschen, ich habe das Nikotin so ein bisschen nach Augenmaß. Und was ich auch sagen muss, so zum Dauerdampfen, ist mir das einfach auch zu viel Nikotin in der Mischung. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen weniger hätte reingeben sollen oder ob es genauso richtig ist, um 3-4 Mal dran zu ziehen und dann ist es auch gut. Ja, irgendwie geil ist das schon. Aber der Diplomatico hat mir besser gefallen. Ich wollte übrigens noch schamlos ein kleines bisschen Werbung machen und zwar für einen anderen Kanal, den es schon vor längerer Zeit gab und den ich immer sehr, sehr gerne geguckt habe und zwar ist das Kaius. Kaius ist Dampfer und er ist ein sehr gemütlicher Dampfer. Seine Grußformel ist Freunde der Gemütlichkeit. Und allein das hat mir schon immer sehr gut gefallen. Und Kaius steht auch auf Tabake, er steht auf kleine, feine Hardware und er hat ein paar 100 Abos oder so. Falls ihr euch für das Thema interessiert,
Ich verlinke euch den Kanal hier oben, hier unten. Geht da mal dorthin und gebt einfach mal ein Abo ab. Einfach so. Das motiviert ihn vielleicht, ein bisschen mehr zu machen. Die Videos sind simpel, aber schön anzuschauen. Kaius macht es gut, weil er eine super ruhige Art hat, weil er eine gemütliche Art hat. Ich mag die Videos von ihm sehr und es hat mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass er wieder Videos macht. Geht mal dort vorbei. Sagt einen schönen Gruß. Das letzte Liquid ist Caraibico. Die sind alle ziemlich dunkel. Gehen wir auf 19 Watt. Oh, das ist schön. Das ist toll. Also jetzt mal ohne Scheiß. Für die Mischung an sich, es ist jetzt zu früh. Es ist 2 Uhr mittags. Da sollte man sich sowas eigentlich noch nicht geben. Das ist was für spätabends, wenn die Sonne untergegangen ist. Aber das ist ein sehr kräftiger, erdiger Tabak. Und ich habe das gelesen, das wäre jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, aber da sind Kokosauszüge mit drin. Und zwar auch in einem sehr schweren Rum. Das hier passt wie Arsch auf Eimer. Ein schweres, nach Alkohol schmeckendes Bier und dazu halt ein wirklich herber Tabak, der diese ganz irgendwo, ganz hinten, irgendwo Bremen, hat ja diese süßliche Kokosnote und das ist ein Kracher. Dazu sei gesagt, die Liquids habe ich auf der Hall of Vape gefunden. Das war ein super schöner Stand. Komplett aus Holz, schön beleuchtet mit alten Lampen. Und das hat mich irgendwie so gecatcht und da habe ich mir die Liquids besorgt. Und habe was getan, was ich sonst eigentlich nie tue. Ich bin zu denen hingegangen und habe gesagt, darf ich ein Video machen? Gebt ihr mir das mit? Ich würde gerne ein Video machen. Und die haben auch lange rum überlegt. Ich bin froh, dass das so passiert ist, denn das war jetzt mal wieder ein Liquid, wo ich sage, sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich kümmere mich um das Thema Tabak eigentlich nie, weil es mich nie so groß interessiert. Ich habe so 1, 2, 3 Flaschen Zeug zu Hause, was ich manchmal zu einer ganz späten Stunde, zu einem ganz schweren Bierdampf, und zu diesen werden jetzt diese Flaschen auch kommen. Vor allem das Diplomatico und das Caraibico. Caraibico. Gut. Gut, zu viel Nikotin. Das wird jetzt alles andere als ein All Day. Erstens, weil der Preis doch ziemlich hoch ist. Da kommen 30 ml Liquid bei raus und das sind dann irgendwie 12, 13, 14 Euro. Das ist jetzt nicht so übertrieben teuer, wenn man bedenkt, was früher 10 ml Liquid gekostet haben. Aber vor allen Dingen wird es kein All Day, weil Tabak nicht mein All-Day-Ding ist. Ich brauche All-Day irgendwas, was nicht nervt, was schön leicht locker fruchtig schmeckt, vielleicht ein bisschen Menthol mit drin hat. Das hier ist wirklich sowas, was ich abends auspacke und sage, jo, jetzt habe ich Bock auf ein bisschen was Herbes. Das ist richtig Genießerzeug, das ist gut. Zudem glaube ich, dass das auf Direct lang nicht gut funktioniert. Es sind einfach MTL-Liquids. Und deswegen hat man da auch dementsprechend lang dran. Deswegen finde ich jetzt den Preis wiederum nicht so dramatisch. Wenn ich was geil finde, ist mir der Preis sowieso ein bisschen egal. Ich glaube auch die Flasche Bier hier hat 5 Euro gekostet. Die trinken wir jetzt noch leer. Hm? Morgen ist der Urlaub vorbei und es war insgesamt sehr, sehr cool. Wir hatten 4 Tage lang eine Bude, eigentlich quasi mitten auf der Reeperbahn. Die Davidwache war gerade mal einen Pflastersteinwurf entfernt und schräg gegenüber war die Herbertstraße und trotzdem war es dort super angenehm. Es war
nicht zu laut. Die Leute rundherum waren nett. 30 Meter weiter gab es guten Kaffee. Es war alles toll. Ich werde gleich mal noch zu Steambase laufen. Das ist hier irgendwie der ortsansässige E-Zigarettenladen. Wollte mal gucken, was dort so los ist. Ich war in Hamburg in The Church of Vape, was ein ganz schöner Laden ist. Ansonsten ist Hamburg, was E-Zigaretten angeht, eher so ein bisschen mau. Mir hatten noch jemand Cutno empfohlen. Das habe ich leider nicht mehr geschafft. Wie gesagt, ich gehe jetzt gleich mal zu Steambase und gucke, wie der Laden dort so ist. Ich sag danke an Wablo für die Liquids. Ich sag danke an Kaius, der eigentlich jetzt inspiriert hat, dass ich das Video mache, weil ich dachte, der mag solches Zeug, ich mag Kaius, also mache ich da mal wieder was zu Tabak. Ich sag danke an unsere Gastgeber von dieser krassen Bude. Ich sag euch danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch solche Sachen interessieren, drückt doch mal auf Abonnieren oder drückt auf die Glocke, dann kriegt ihr mit, wann hier wieder was passiert. Guckt das nächste Mal wieder rein. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao. Oh. Alter, es ist 2 Uhr mittags und ich bin so ein bisschen angeballert.